Hallo, herzlich willkommen. Es gibt verschiedene Gründe, warum Sie auf unsere Homepage gekommen sind. Der zunehmende Druck von den Informationen und allen Themen, die gerecht werden wollen, führt uns an die kognitive Schwelle. Wir wissen, wie wir Quantenphysik einsetzen tun und machen das schon seit 2002. Grüezi, Frau Leutwiller. Grüezi, Herr Fritz. Sie haben 11 Maschinen, die Sie betreuen und programmieren für quantenphysikbasierte Lebensqualität. Was ist das, was Ihnen am meisten Freude macht an dieser Arbeit? Mir macht es vor allem Freude, mit den Menschen zu arbeiten, den Menschen zu helfen und sie auf ihrem Weg zu begleiten. Und der Erfolg spricht dafür. Das heisst, Ihre Kunden, wenn sie Ihnen anrufen, haben sie noch mehr Probleme? Oder was kommt da am Telefon auf Sie zu? Nein, ich bekomme enorm viele positive Feedbacks von unseren Kunden, dass sie unmittelbar eine Verbesserung spüren, dass sie sich wohler fühlen in ihrem bestehenden Umfeld und Schritt für die Zukunft planen. Okay, danke schön. Nutzen Sie jetzt die Möglichkeit, auf ganz einfache Art Ihre Lebensqualität zu optimieren. E-Mail eintragen, PDF abprüfen und schon sind Sie einen Schritt näher. Ihre Optimierung von der Lebensqualität können vollziehen. Frau Leutwiller, was macht Ihnen am meisten Spass an diesem Job? Das hast du ja schon gefragt. Ja, das weiß ich. Nochmal. Mir macht es unheimlich viel Freude, mit Menschen zu arbeiten, Menschen auf ihrem Weg zu begleiten und im Beitrag zu leisten, dass es ihnen besser geht, dass sie sich wohler fühlen, dass sie weiterkommen können. Sie sind ja zuständig für die Unternehmensberatung und für die Privatpersonen. Wo ist Ihr Herz, das mehr schlägt für die Dienstleistung? Ist das mehr für die Unternehmensberatung oder mehr für die Privatpersonen? Mein Herz schlägt für die Menschen, für jeden einzelnen Mensch, für in der Unternehmensberatung natürlich jeden Mitarbeiter, jeden Lieferant, jeden Kunde, jeden Manager, da gehört für mich jeder einzelne Mensch dazu und bei den Privatpersonen sowieso. Und für mich ist es ja, eine Hilfe am Mensch, egal in welchem Bereich. Also ich mache beides sehr gerne.